Ja, ich vertrete den Schwerpunkt Scientific Computing an der Universität Innsbruck. Man kann sich das Scientific Computing ungefähr so vorstellen. Ursprünglich hatten ja alle Wissenschaften im Wesentlichen zwei Säulen. Das war die Theorie und das war das Experiment. Mittlerweile ist aber eine dritte Säule bei den meisten Wissenschaften dazugekommen und das ist die Modellierung und Simulation. Und das ist genau der Punkt, wo wir ansetzen. Wir versuchen also, die Forschung der Universität Innsbruck, die genau in diesem Bereich stattfindet, zu koordinieren. Wir versuchen auch die Infrastruktur bereitzustellen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns. Zusammen mit dem Zentralen Informatikdienst, dem ZIT, betreuen wir Großrechneranlagen, die gerade für dieses Scientific Computing sehr, sehr wichtig sind. Wir bestehen aus drei Forschungszentren, die schon relativ lange an der Universität Innsbruck existieren. Es ist einerseits die Informatik und das Computational Engineering, also immer dann, wenn im Engineering, also in der Technik, Rechnungen gemacht werden, bezeichnet man das als Computational Engineering, klarerweise. Und es ist das Hochleistungsrechnen. Das Hochleistungsrechnen selbst ist eine sehr bunte Ansammlung von verschiedenen Forschungsrichtungen, weil es eben diese dritte Säule ist, von der ich vorhin gesprochen habe, die sich quer durch die Universität zieht. Das heißt, wir haben insgesamt 8 Fakultäten und 18 Institute, die sich da beteiligen. Und was für mich der ganz spannende Teil dieser Geschichte war, ist, dass wir gesehen haben, dass in ganz unterschiedlichen Bereichen, wo auch die Fragestellungen vielleicht ganz unterschiedlich zuerst waren, letztendlich die Methoden dann dieselben wären, um diese Fragestellungen zu behandeln, zu bearbeiten. Ich mache ein kleines Beispiel. Ne? Das ist in der Astrophysik von ganz großem Interesse, wie Galaxien kollidieren. In anderen Bereichen, zum Beispiel in der Geotechnik, ist es interessant, wie Lawinen rutschen, wie Hänge zum Rutschen kommen. Der Siedlungswasserbau interessiert sich für die Kanalisation in Innsbruck. Anscheinend drei komplett verschiedene Fragestellungen. Wenn man sich das aber dann im Detail anschaut, sieht man, dass mathematisch, informatisch ähnliche Techniken zum Tragen kommen. Und es war für die Forscher selbst sehr interessant zu sehen, dass sie voneinander lernen können. Also das ist eine Interdisziplinarität, die vielleicht ein bisschen anders ist. Normalerweise ist interdisziplinär zwischen den Fachrichtungen. Aber da hat man gesehen, dass man wirklich die Methoden der einen Fachrichtung auf die andere übertragen kann und vice versa, dass wir also sehr viel davon lernen, voneinander lernen konnten. Wir haben Doktoratskollegs auch installiert und diese Doktoratskollegs, die waren sehr, sehr hilfreich für die interne Kommunikation. Wir haben uns dadurch und dann auch über unsere Dissertantinnen und Dissertanten sehr oft getroffen und haben also sehr viele gemeinsame Projekte jetzt auch auf die Beine gestellt. Das ist eines der Markenzeichen des Scientific Computing. Die andere Sache, und ich komme jetzt zurück, was ich am Anfang schon gesagt habe, das sind die Großrechner, die wir natürlich brauchen. Das ist vielleicht für einen Laien nicht so verständlich, warum wir in Innsbruck hier auch Großrechner brauchen, weil heutzutage mit den schnellen Netzen könnte man ja denken, man kann überall auf der Welt rechnen. Das ist aber nicht ganz so, nicht? Also diese Rechenanlagen, die skalieren in gewisser Weise. Man beginnt also mit kleinen Computern, die jeder praktisch am Schreibtisch stehen hat, Laptops, probiert da mal die ersten Ideen aus, also eine wissenschaftliche Idee wird immer klein geboren, wird im Kleinen mal ausprobiert und dann versucht man sie hoch zu skalieren auf größere Rechner. Und da gibt es einen entscheidenden Schritt. Der entscheidende Schritt ist irgendwie von einem kleinen Cluster von Computern, den jeder selbst noch aufstellen kann, zu wirklich den Großrechnern, die es dann weltweit gibt, wo man aber, wenn man da reinkommen will, ja, gewisse Anforderungen erfüllen muss. Man muss zeigen, dass die Programme schon gewisse Eigenschaften haben. Man sagt, sie skalieren richtig. Und um diese Lücke zu überbrücken, braucht man ja auch Personal, das einem da unterstützt. Dazu brauchen wir diese lokalen Rechner. Und da sind wir sehr froh, dass wir also zurzeit auch noch sehr gut ausgestattet sind in Innsbruck.